Ciao zusammen, ich bin Jürg und willkommen zum Finale! Von den Crazy Playoffs! Wer kann sich noch daran erinnern, an die erste Runde, in der wir mit Davos gegen FCM spielen und unglücklich in der ersten Runde direkt rausgefallen sind? Dann haben wir uns dazu entschlossen, zum Weitermachen einfach mit den FCM probieren, das Ganze durchzuziehen. Wir haben es durchgezogen und stehen jetzt tatsächlich im Finale. Wo uns niemand geringer entgegentreten als Minnesota Wild mit dem Schweizer Nino Niederreiter. Das verspricht richtig geile und auch emotionale Action auf dem Eisfeld. Ich würde sagen, wir fackeln nicht länger, sondern starten direkt mit der Action. Los geht's! Es kann losgehen. Bulli hat zum ersten Finalspiel. Komm, oh fuck, die Kringschieber. Sie greifen da direkt an und wir kommen schön dazwischen. Wir können gerade mal Powerplay spielen. Komm, das Bulli gewinnen wir auch. Jawohl, und Schuss an Metall! Wir haben aber noch die Schieber. Nochmal einen Schuss an! Kommen die Jungs, wir müssen hier in Führung. Oh ja, das könnte schon sein auf unsere Führung. Und da ist sie. Was für ein Slapshot zum 1:0. Wir gehen im ersten Spiel nach 10 Minuten in Führung. Yes! Was für eine Kiste vom Sven Andrighetto. Jetzt müssen wir einfach ein Gegengol verhindern. Schön, Varlamov. Nächste Angriff unserer Nefs und wir machen Goal. Komm! Oh, 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 oh. Was für ein Angriff, ey! 2:0, hammergeil rausgespielt an Angriffe, richtig geil, geile Führung. Kurz vor der Pause, noch ein Goal. Jawohl, kurz vor der Pause, noch ein Goal. Was für ein erstes Drittel, ey. Das ist ja kaum zum Glauben, aber es ist wahr, wir führen mit 3:0. Jetzt müssen wir mal eine Unterzahl überstehen, das gefällt mir gar nicht, das schön Goal. Oh nein, viel Platz und der Varlamov pariert. Nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott. Oh shit. Oh, Varlamov, danke. Endlich sind wir wieder mal im gegnerischen Drittel. Bisher habe ich nicht viel gesehen von der FC im zweiten Drittel. Vielleicht jetzt. Und komm. Einfach nichts gesehen in dem zweiten Drittel von der Fs und der Fehler von der ihrem Goalie hält irgendwie schieben wir die Scheibe rein zum 4:0. Letztes Drittel, wir können angreifen. Ihr macht mir kein Goal. Oh Scheiße, das könnte heikel werden. Schön Varlamov. Was übrig und jetzt gehen wir auf das Goal. Zack. Und nein, aber wir noch Scheibe. Nein. Oh! Letzte paar Sekunden laufen. Wir machen da noch einen schönen Angriff vom Andrighetto. Noch ein Pass, Retour und Goal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was für eine Kiste vom Sven Andrighetto. Was für ein Zusammenspiel, hey. 6 Sekunden vor Schluss von dem Match. Wie ihr schon gemerkt habt, ist der Match nicht mehr wirklich spannend. Dafür haben wir jetzt zum Abschluss eine brutal geile Kiste geschossen. Schaut euch das an, wie geil rausgespielt, wie geil abgeschlossen. Und da feiern wir jetzt den Sieg vom ersten Spiel aus der Best-of-3-Serie. Zeig mir doch mit einem Daumen nach oben zu dem Video, dass du an uns glaubst, dass wir das Finale vielleicht sogar zu 0 können gewinnen. Ob das vor allem wird sein, das erfahrst du jetzt, denn wir starten mit Match Nummer 2. Bulli zu Spiel Nummer 2 und wir können das gewinnen, perfekt. Trotzdem gehörst du den ersten Angriff der Gegner. Wir haben ja in Spiel 1 richtig Glück gehabt, da bisher auch und wie. Ich bin bis jetzt noch kein einziges Mal im gegnerischen Drittel drin gewesen. Oh mein Gott! Wird das jetzt endlich mein erster Angriff und mein erster Abschluss? Spiel Nummer 2 ist ein ganz anderes Kaliber als Spiel Nummer 1, aber trotzdem führen wir! Mit einem Abpraller-Goal erzielen wir jetzt 1:0. Mit der ersten richtig grossen Chance in dem Match gehen wir in Führung! Und jetzt zweiter Angriff. Zweites Goal. Was? Was, wie hat jetzt der Scheibe reingekriegt? Varlamov, bitte, hey, du bist so stark bisher und jetzt lass so etwas rein. Damisirke, nein, 1:1 Ausgleich, fuck. Einfach nicht in den Rückstand gehen. Einfach nicht in den Rückstand, habe ich gesagt. Schön, Varlamov. Spiel 1 und 2 sind wie Tag und Nacht, aber wir holen uns in die Führung. Und zwar jetzt. Oder jetzt. Oder wir tun zuerst das Goal verhindern. Nein, natürlich tun wir kein Goal verhindern. Wir kassieren hier 2:1. Es ist absolut verdient für meine Minnesota. Ich komme nicht durch. Es ist einfach scheiße, wie es läuft. Und ich mag doch denen nicht eine Führung gönnen, Mann. Einfach nicht nochmal das Goal. Einfach nicht nochmal das Goal. Schön klären gelegen. Zu allem Übel sind wir jetzt noch in Unterzahl und kassieren es 3:1. Meine Fresse. Erstes Spiel sind wir so stark gewesen. Und jetzt im zweiten Spiel
brechen wir auf einmal ein. Scheiße! Jetzt einfach konzentrieren, Jörg, und wir holen da noch den Sieg. Wir holen da noch den Sieg. Komm rein mit dieser Scheibe. Was gibt mehr Motivation als ein Goal in der Unterzahl? Nichts. Nichts. Und aus dem Grund. Gibt's wirklich ein Goal in Unterzahl? Jetzt muss ich auch meinen Worten Taten folgen lassen. Und wir holen uns somit noch den Sieg mit voller Motivation nach dem Unterzahl-Goal. Nicht da. Nein! Das gibt's doch nicht, dem huren verfluchten elenden Scheissdreck. Ich freue mich so über ein Goal, das wir erzielen können. Und im Gegenzug kassieren wir gerade wieder eine Kiste. Zwei Tore Rückstand ist wieder real. Letztes Drittel und wir schaffen die zwei Goal. Ich spür's. Und das ist ja perfekte Chance. Nein, bitte nicht. Nein. Nicht da. So, Lendeskog, mach das. Gib den Pass. Ja, nein! Nein, jetzt haben wir richtig Pech. Jetzt haben wir aber auch wirklich Pech in dem Spiel. Spiel 1 haben wir Glück mit so einem Goal und im Spiel 2 kassieren wir so ein scheiß Goal. Wir geben nicht auf. Dreht zu 5, nur noch 2 Goal und das ist absolut möglich zum Nachholen. Holen wir diese Scheibe, komm, jawohl. Und jetzt. Pass, Schuss, nein! Nächster Angriff, nächster Pass, nächster Schuss, nein! Komm, ah, fuck! Angriffswelle nach Angriffswelle und jetzt ein Goal. Oh mein Gott, hey, wir brauchten ein Wunder und zuerst braucht man überhaupt die Scheibe. Aber wir kriegen nicht die Scheibe. Da ist die Sirene, wir verlieren Spiel Nummer 2. Mit weiss ich, wie viele Goals es gegeben. Unglaubliche Partie. Jedoch muss ich zugeben, es ist auf eine gewisse Art auch eine verdiente Niederlage für uns. Und ich freue mich richtig jetzt auf das entscheidende Spiel Nummer 3. Wenn du dich auch darauf freust, dann schreib mir das jetzt unten in einen Kommentar mit Hashtag Vorfreude. Wir sind am Bulli-Kreis für Spiel Nummer 3. Das entscheidende Spiel und wir verlieren das Bulli. Wir werden jedoch nicht das Spiel verlieren. Nein. Wir spielen daheim und holen uns jetzt da den Sieg. Nein, nicht da. Hey, nein. Verfluchte hohe Dreckscheiße. Nein. Was soll das? Wir spielen daheim, wir dürfen nicht in den Rückstand geraten. Dummy, sie verfluchte Scheiße noch einmal. Jetzt wollen wir uns draus gleich mit dem anderen Ghetto. Das gibt's nicht. Oh, Fehler! Ausgenutzt um 1:1. Jawohl! Oh mein Gott, ey, zum Glück haben wir jetzt können so schnell ausgleichen. Scheiße, wir dürfen 5 Minuten in Unterzahl spielen. Was soll das? Es soll Führung bedeuten. Ich reg mich auf, weil er an 5 Minuten Strafe, dass er kann angreifen und erzielen die Führung. Ja, noch so gern. Dankeschön. Dass ich momentan nur am Verteidigen bin, ist an sich normal und zum Glück sehen wir auch kein Goal. Zweites Drittel, Strafe ist überstanden. Wir können endlich wieder mal schön angreifen. Oh mein Gott. Sehr schön. Und jetzt da, komm. Querpass, Schuss und Kiste. Ja. 3:1! Jetzt hast du nicht gedacht, der Pass kommt nicht wirklich ein, weil er doch ein bisschen, ja, Gegner dazwischen stehen. Aber egal, es hat geklappt, der Pass ist durchgekommen, Abschluss hat gesessen und wir führen 3:1! Ein 40 Goal zu meinen Nerven beruhigen wäre gut, aber zuerst müssen wir eins verhindern und der Warlamov macht das. Im letzten Drittel hast du noch mal richtig Gas gesehen, besonders in der Verteidigung. Gung! Letztes Drittel bisher sehr langweilig. Mag mir recht sein, wie auch, dass da jetzt kein Goal gefallen ist. Im letzten Drittel kommt gar nicht vor das gegnerische Goal. Und somit ist klar, dass sie eine Kiste kassieren. Es ist doch klar. Im letzten Drittel ist so langweilig. Ich komme nicht vor und die Gegner, ja, die kommen ein bisschen vor. Und jetzt verwerten sie ihre Chance um 2:3. Scheiße! Oh mein Gott. Da wird schon der Stanley Cup vorbereitet. Hoffentlich für uns. Es muss für uns sein. Angriff. Und Goal. Yes! Wir haben wieder unsere 2 Tore Führung. 4:2. Das war sehr wichtig. Wir holen uns jetzt den Pokal. Minnesota jetzt ohne Goal. Das kann verdammt heikel werden. Schön blockiert. Nicht da, Jungs. Oh, Varlamov. Die letzten paar Sekunden laufen. Minnesota macht weiterhin Druck unter Varlamov mit einer Hammerparade. Das letzte Bulli, Jungs. Nein, ich spiele das gar nicht. Ich lasse sie das gewinnen. Sie machen eh kein Goal. Da ist die Sirene. Wir gewinnen.
Wir gewinnen das HFC, ich kann nicht mehr reden. Wie heißt Crazy Playoffs, genau. Wir gewinnen Crazy Playoffs mit der Colorado Avalanche. Im Finale schlömen Minnesota Wild in Spiel Nummer 3 und somit die ganze Serie mit 2-1 gewonnen. Meine Güte, was sind das für 3 Matches gewesen? Nach dem ersten Match hat man gedacht, ja, die putzen wir jetzt richtig weg, auch im zweiten Spiel. Und dann, ihr habt es gesehen, was für Spiel 2 und was für ein Spiel Nummer 3. Richtig geil, einfach nur krass. Crazy Playoffs verspricht einfach immer brutale Action, geile Action, spannende Spiel. Mir hat es richtig Spass gemacht und ich hoffe auch, du hast Spass gehabt. Jetzt eskalieren, hey. Geben dem Video ein Like und ich kann nicht reden. Was habe ich? Ein Like, da bin ich stehen geblieben. Geben dem Video ein Like und kommentieren. Und zu dem Video, wie haben euch die Crazy Playoffs gefallen, hey? Mir hat es richtig Spass gemacht gehabt. Und da haben wir unseren Crazy Playoff Cup. Komm, gib den Herren, Dami, sich noch einmal endlich, jawohl, da, unser Captain hat der Stanley Cup, der Crazy Playoff Cup, muss man wirklich sagen. Es ist der Crazy Playoff Cup in der Hand und feiert mit seinen Teamkollegen und ich feiere mit euch zusammen den geilen Sieg. Mir hat es richtig Spass gemacht. Wenn es auch dir Spass gemacht hat, vergiss nicht, dass mit einem Kommentar, mit einem Daumen nach oben und am besten, sofern du es noch nicht gemacht hast, noch mit einem Abo und mit einer glücklichen Aktivierung mir zu zeigen. Oh, ist das geil, ey. Ich freue mich auf die nächste Partie, hey, in NHL 19. Was es wird sein, was wird kommen, weiß ich selber noch nicht. Lasst euch überraschen oder schreibt mir doch mal Vorschläge unten rein. Wir werden sehen, vielleicht kommt einer von euren Vorschlägen sogar dran. Also wenn ich so etwas umsetze, man weiß es nicht, weil ich habe noch keinen Plan. Jetzt auf jeden Fall habe ich einen grossen Plan, und zwar das Video zu beenden. Danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!